Moin, moin, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22 hier auf der schönen Elm Creek. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich habe die Walze schon geholt für die Grünlandpflege und hier schon mal angefangen quasi. Denn, ja, wir walzen jetzt erstmal hier die Wiese. Ne, man sieht, das bringt uns ein bisschen Düngestufe. Das heißt, der nächste Schnitt wird auf jeden Fall noch nicer. Ne? So ist, sag ich mal, das Verfahren. Das heißt, wir machen das jetzt hier auch einmal schnell schön. Und ja, wenn dir das Ganze gefällt, lass mir lieben gern ein Däumchen da. Das wäre auf jeden Fall wunderbar. So, ja, auch natürlich vielen, vielen lieben Dank auch für das ganze Feedback, was aktuell kommt. Bin ich sehr happy drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das freut mich ungemein. Macht auch jeden Tag mehr Laune, wieder coole Videos für euch vorzubereiten, zu produzieren und so weiter. Also, ja, wie gesagt, ich freue mich da jedes Mal drüber. Das heißt, wenn ihr irgendwie was loswerden wollt, mir sagen wollt, mir helfen wollt, dann schreibt mir gerne ein kleines Kommentar. Ne? Und wenn es nur ist, ist eine geile Folge oder vielleicht das und das hat mir auch vielleicht nicht so sehr gefallen, ist es auch vollkommen in Ordnung. Na, aber gebt mir da gerne immer wieder Feedback, damit ich halt auch weiß, dass das Ganze ja auch passt. Ne? So. Ja, zudem habe ich ein bisschen an der Qualität gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, slash gemerkt habt, aber die Videos sind jetzt nicht nur in 1080p verfügbar, sondern auch in 4040p, was natürlich nochmal eine Stufe hochwertiger dann quasi ist, ne? Das heißt, ja, ist, oh, Rehe auf der Bahn, das heißt, Qualität nochmal ein bisschen angehoben. Die Qualität nochmal ein bisschen angehoben, was halt sehr cool ist. Also ich freue mich da auch wirklich, da nochmal wieder ein bisschen mich zu steigern, ne? Ist ein bisschen wieder Herausforderung so in etwa, aber, ja, ist auch wichtig, ne? Dass man halt auch vernünftige Videos produziert, damit man da halt auch, ja, die Leute erreicht, die man halt auch erreichen möchte. So, genau. Ja, jetzt machen wir hier erstmal schnell ein bisschen Walzen, Walzen. Und wenn wir damit durch sind, ist der Plan auf jeden Fall pflügen, Leute. Aber ich weiß nicht, ob ich da den Helfer drauf setze, weil wir halt auch nicht, Hochschuldigung, nicht viel Kohle haben, ne? Wir haben halt auch nicht viel Kohle, ist das Problem. So, das müsste heute auch die Montagsausgabe sein, ne? Glaube ich. Das heißt, eine vor meinem Geburtstag. Uhuhu. Leute. Bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen. So. Aber das wird klasse, denke ich mal. So, ja, ich weiß hier immer noch nicht bei dem Feld, wie ich am besten fahren soll, welche Bahnen. Eigentlich machen die hier am meisten Sinn, weil das die längeren sind, aber diese Kurve ist halt irgendwie nervig. Ja, aber nützt ja auch nichts, ne? Kann man nicht ändern. Weiß nicht, macht das jetzt Sinn, hier wieder zurückzufahren? Oh, kann man machen, muss man aber nicht. Kann man machen, muss man aber nicht. So, dann haben wir das aber ja gleich schon erledigt im Prinzip. So, dass wir uns danach auf jeden Fall den auf den Flug schwingen können. Und mit dem Flug dann das abgedroschene Feld fertig machen können. Dann sind wir auf jeden Fall auf einer guten, Ausgangsposition. Denn wenn die anderen Felder soweit sind, dass wir sie ernten können, haben wir die anderen Felder soweit, also Gras, das Grasfeld hier, die Wiese und das andere Feld, was wir abgeerntet haben, was da hinten ja ist,
Die haben wir denn auf jeden Fall fertig, ne? Das ist halt richtig nice. Das ist halt wirklich richtig nice. Deswegen wird das, glaube ich, ganz cool. Oha, was jetzt hier mit dem passiert, mit dem Feld hier. Da sind jetzt auf jeden Fall keine Sonnenblumen mehr. Ach, Sonnenblumen ernten hätte ich aber auch richtig Bock, muss ich sagen. Sonnenblumen ernten hätte ich richtig Bock. Muss gleich sowieso, ich muss gleich eh mal kurz was nachschauen, ob das wirtschaftlich gesehen Sinn ergibt. Ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt wieder so wenig Geld haben, ehrlich gesagt, ne? Weiß es nicht. Aber was mir noch mal eingefallen ist gerade, weil wir ja das Thema jetzt gleich haben werden mit dem Flug. Wir könnten natürlich andererseits auch einfach einen Tiefenlockerer nehmen, der ja im Endeffekt dieselbe Aufgabe hat wie ein Flug, ne? Nur mit dem Tiefenlockerer, glaube ich, hätten wir nochmal die Möglichkeit, auch mehr Arbeitsbreite zu schaffen, oder? Ich glaube schon. Muss ich mir gleich nochmal angucken eben. Bevor wir hier reinstarten. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einmal hier vorne frei gemacht und hinten gewalzt. Das ist doch schon mal sehr gut. So. Dann haben wir das. So, jetzt gucken wir mal eben hier. Guck mal, perfekt, ne? So, einmal in den Shop, dann Tiefenlockerer. Wenn wir jetzt so einen Tiefenlockerer nehmen, der hat 8 Meter theoretisch, ne? Der hier hat mehr, könnte auch gleichzeitig noch zusätzlich düngen. Wie viel Meter hat denn der Flug, den wir haben? 5 Meter, ne? Warte mal, welchen haben wir denn? Ne, 3,50 Meter hat er nur. Holy shit, okay. Theoretisch könnten wir dann so ein Gerät nehmen, was halt echt ein bisschen nicer wäre, ne? Anstatt zu fliegen. Aber egal, wir haben jetzt eh kein Geld und können uns das leisten. Deswegen belassen wir das damit. Erstmal damit. So, ich habe auch das Fan-Paket mit reingenommen übrigens. Habe ich hier gerade einmal kurz aufgemacht. Aber was ich gucken wollte, ist Mähdrescher. Ich möchte wissen, was der kostet in der Miete. Weil, ja, ich habe nicht genug Geld, das weiß ich. Ich möchte aber erstmal wissen, wie viel der kostet. Weil die Frage ist, ach nee, vergiss es. Ich wollte eigentlich den zurückgeben. Das Problem dabei ist nur, wenn ich den zurückgebe, kriege ich ja gar kein Geld. Also können wir das eh vergessen. Dann lassen wir das, Freunde. Dann lassen wir das. Dann gehen wir jetzt rein und schnallen erstmal uns das Gewicht vorne dran. Dürfte ja aktuell keins sein, richtig? Richtig. So. Heben wir hoch. Und dann, achso, ist der hier vorne, da holen wir uns den Flug. Wenn ich meine, wir gucken aber vorher sicherheitshalber nochmal. Ich sehe das hier aber schon rot, das muss auf jeden Fall geflügt werden. Wie viel kostet das Feld denn hier überhaupt? 50.000, dann könnten wir theoretisch dieses Feld hierhin vergrößern. Und dann, wenn wir da halt was anderes hinmachen müssen, haben wir da den Platz für. Das wäre halt schon ganz nice, eigentlich. So.
Also, let's go, würde ich sagen. Luke ist ready, wir sind ready, also werden wir schöne Runde flügen, Freunde. Yippie! Ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig. Eieiei. Und zwar hier. Und zwar hier, dieses Feld, Freunde. Hatte ich hier irgendwo Drehen auch drauf? Ja. Perfekt. Perfekt. So, dann machen wir erstmal Vorgewände. Den können wir hoch machen. Das machen wir runter. Oh, scheiße, da ist noch Zulassen drin. Ups. Naja, gut, egal. Jetzt ist eh egal. So, let's go. Erstmal eine Runde flügen, Freunde. Jetzt wird's wild. Jetzt wird's wild. Das sieht halt auch eigentlich ganz geil aus, ne? Muss ich sagen. Ah, warte mal, wir haben ja GPS. Warte mal, stopp mal, stopp mal. Viel besser. So, habe ich das nicht hier drauf schon? Feld 50. Ritzen nur. Denn wenn ich den trotzdem lade. Mal testen. Mal testen. Ja, ich glaube, das könnte passen, ne? Ich glaube, das könnte wirklich ganz gut passen. Dann machen wir das doch mit GPS, ey. Dann ist das ja mega nice. Das ist ja mega, mega Win für uns. Wieso ist denn hier noch Zugdings drin? So, weg damit. Jetzt da dürfte es nicht mehr funktionieren. Gut. Nee, hä? Irgendwie passt das doch nicht so. Warte mal. Ich glaube, wir müssen da uns einen eigenen Dings fahren. Warte mal. Den erstmal wieder dazu. Dann... das und das, okay. Punkt A setzen. Und dann gucken wir mal. Machen wir hier schön mit schönen Dings, ne? Schönen Saatbett. Das sieht, glaube ich, besser aus so. Dann machen wir hier mit schönen Saatbett, Freunde. Sehr stark. Und dann werden wir nachher erstmal wieder Steine sammeln. Auf jeden Fall. Ja, und dann läuft das doch schon mal ganz gut. Bam. Ja, Flügen gehört halt auch dazu. Ist natürlich auch eigentlich eine ganz nice Sache. Hoch. Stopp. Hoch. Und drehen. Wär ganz gut. Ja, was klappt da jetzt zu, hä? Hallo? Hallo? Ja, ist richtig. Nee, ist nicht richtig. Ist gar nicht richtig. Aber der Kurs ist doch jetzt auch nicht richtig. Warte mal. Da brauchen wir wahrscheinlich doch den Versatz, ne? Warte mal. Da brauchen wir den Versatz.
Und zwar müsste das ja denn theoretisch gesehen so sein, oder? Mal prüfen, wenn er da reinfährt. Ja. Okay, so passt es. So passt es. Okay, perfekt. Ja, nice. Haben wir hier jetzt so ein bisschen den Versatz drin. Das heißt aber auch im Umkehrschluss natürlich, dass wir jedes Mal das schieben müssen, oder? Macht er das jetzt in der nächsten Bahn automatisch? Das ist jetzt die Frage halt, ne? Aber an sich müsste das doch jetzt passen, oder nicht? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Der Flug sieht aber auch schon aus, als hätte er seine besten Tage erlebt, ne? So, jetzt müssen wir hier. Müssen wir hier wieder schieben, theoretisch. Aber ist das richtig so, wenn man das mit GPS macht, mit Flügen? Oder gibt es da noch irgendwie eine andere Möglichkeit? Warte mal, ich guck gerade mal. Ersatz, ja, kannst du natürlich jetzt, ne? So, weil er jetzt aktiviert ist. Na, das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Weil ich habe jetzt nicht die Lust, die jedes Mal zu wechseln. Weil ich, warte mal, ich glaube. Ich glaube, das ist aber auch nur wegen dem Dings, ne? Warte mal. Wenn nämlich das wegnehmen. Weil das Saatbett, das machen wir ja sowieso noch. So. So, warte mal, stopp. Wie breit ist denn der Flug an sich? Ohne. Warte mal. So. So ist. So. Nee. Ich möchte ganz gerne hier bleiben. So. Das müsste doch jetzt passen eigentlich. Fahre ich mal die Bahn. Ersatz keinen. Da muss man halt ein bisschen nochmal mit rumtricksen, ne? Da muss man halt nochmal so ein bisschen mit rum experimentieren, weil dieser Hacker, Packer da oben, ich glaube, der macht halt diese große Arbeitsbreite aus. Und ich denke, wenn man das jetzt so lässt, dann könnte es eher passen. Schauen wir jetzt mal, wenn wir gleich umdrehen müssen, ne? Ob wir dann in die nächste Bahn wieder rein können. Oder, nicht. Huch. Dann drehen wir mal. Ja, so passt es eher, würde ich sagen, oder?
Weil das Saatbett machen wir ja generell eh erst dann, wenn, oder machen wir ja dann auch sowieso, wenn, wenn wir Steine sammeln, ne? Dann lassen wir den Packer halt oben jetzt erstmal. Dann ist das Feld 50 Pflügen. Feld 50 Pflügen. So, das haben wir dann auch. Das haben wir dann auch schon als Kurs gespeichert, Freunde. Sehr nice. Als GPS-Kurs. Gut, dann würde ich sagen, Freunde, haben wir es schon wieder geschafft für die heutige Folge. Wenn es dir gefallen hat, lasst mir liebend gerne ein Däumchen da. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und schaltet auch unbedingt morgen in der Geburtstagsfolge wieder ein. Wenn es nämlich weitergeht hier im LS22 auf der schönen Elm Creek. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Bauer. Ciao, ciao.